Ich weiß nur, dass im Zweiten Weltkrieg ein Massenmord, ein Völkermord an den Juden gemacht worden ist und dass dadurch viele Menschen gestorben sind, auch nicht nur Juden, auch andere Völkergruppen. Und dass Deutschland das mit sehr mitgenommen hat, aber so viel weiß ich auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle Menschen auf der Flucht waren, Angst hatten zu sterben oder also dass sie eventuell getötet werden würden oder dass sie nicht wissen würden, wo die hin sollen, dass sie gar keine Heimat mehr haben würden und nicht mehr wissen, wo ihre Unterkunft ist. Wie alt waren Sie denn, als der Krieg zu Ende ging? Wie alt waren Acht Sie denn? Jahre. 8 Jahre. Ich bin noch in der Schule gewesen, im ersten Jahr. Ich war noch stolz, die Hand zu heben. Damals war das so. Also als der Krieg noch weitergeführt worden ist, dann hatten Sie auch das miterlebt. Also Sie haben ja schon Ja. den Gruß gemacht. Ja, wir mussten ja grüßen. Wenn der Lehrer in die Klasse kam, mussten wir aufstehen und die Hand heben. Wir haben erlebt, die Angriffe, natürlich war das nicht so stark wie hier in Köln, aber wir haben den Alarm gehört und. Wo war denn der Angriff? Was genau haben Sie denn da gemacht? Wo haben Sie sich denn versteckt? Ein Erlebnis ist heften geblieben. Tiefflieger auf die Straße. Bordwaffen. Nebenan waren Gräben, da waren Soldaten drin und ich lief auf der Straße. Und die Flieger über mir. Und die Soldaten sind rausgekommen und haben mich in den Graben gezogen. Ne? Da habe ich auch Glück gehabt. Das ist haften geblieben. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Haben Sie irgendwas gefühlt oder haben Sie einfach... Angst gehabt. Angst gehabt. Aber ich dachte auch, stolz irgendwie, Flieger zu sehen und so weiter. Ne? Aber hatten Sie keine Angst, dass Sie vielleicht getroffen Ja, werden? sicher hatte ich Angst. Aber ich war 6, 7 Jahre alt, habe ich nicht so dran gedacht. Die Soldaten, die waren aus gutem Grund im Schützengraben. Und die sind rausgestürzt und haben mich da reingezogen. Ne? Wann haben Sie denn Ihren Vater zuletzt gesehen? Das war Ende 44. Und die letzte Meldung hieß, der Russe presste durch, rette sich, wer kann, wir sind von 30 Panzern umzingelt. Wir Also. haben nie wieder was gehört, mein Vater ist vermisst. Alle Feststellungen lassen nur die Schlussfolgerung zu, dass er bei den Kämpfen gefallen ist. Das haben die rekonstruiert, also der Suchdienst. Herr Heumann, Sie haben das alles erlebt und Sie haben das alles durchgemacht. Was haben Sie daraus gelernt oder was würden Sie den Menschen weitergeben, empfehlen? Nie wieder. Nie wieder. Ich versuche mich die ganze Zeit in die Situation hineinzuversetzen. Wenn die Menschen flüchten, wie es halt in der Sekunde ist, worauf man achtet, worauf man guckt oder ob man überhaupt auf alles achtet, weil wenn man in dieser Situation ist, dann kann man sich nicht auf die ganzen Dinge konzentrieren, denke ich. So stelle ich mir das vor. Wenn die Flugzeuge über einen fliegen, die Soldaten schreien, die Frauen, die Kinder rennen in den Bunker, dass man vielleicht, wenn man flüchtet, dass man vielleicht ein Kind sieht, das gestolpert ist, das vielleicht versucht auch in den Bunker zu flüchten, ob man dem helfen würde oder selber sich retten würde. Oder ob man die Flugzeuge betrachten würde, weil die ja so schön sind. Einer meiner Opas, mütterlicherseits, hat in beiden Kriegen gekämpft, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Ein anderer glaube ich auch noch, aber ansonsten weiß ich nicht viel aus persönlichen Berichten meiner Familie. Ich habe halt ein paar Abzeichen gezeigt bekommen und halt Dinge, die halt den Leuten gehört hatten aus der Zeit, aber vielmehr auch nicht. Ein, zwei Bilder habe ich gesehen von
halt nur Personen, also vom Krieg und so selber halt auch wirklich nicht. Also viel habe ich da nicht persönlich erzählt bekommen. Ich weiß es halt eigentlich halt hauptsächlich nur aus Büchern, Filmen und Unterricht. Sie haben wahrscheinlich das Ende des Krieges mitbekommen. Ja. Ne? Was wissen Sie denn davon noch? Also so, wo der Krieg noch quasi im Gange war? Ja, wo er im Gange war. Ja, diese Luftangriffe, wenn die Sirenen heulten, konnte man an dem Geräusch von den Flugzeugen schon hören, wie weit die weg waren und wie schnell die dann kamen. Und dann sind wir eben ganz schnell in den nächsten Bunker gelaufen. Und ich hatte meine Puppe immer dabei. Und wir hatten in dem Bunker dann auch einen festen Platz, wo wir immer hin konnten. Dann. Haben Sie die Puppe heute noch? Nein, die habe ich leider nicht mehr. Nur auf dem Bild. Wie hat man sich gefühlt? Wie hat man sich gefühlt? Ja, solange es ruhig war, sodass man von draußen nichts hörte, hat man sich unterhalten. Aber wenn dann, es war ja auch schon mal, dass eine Bombe auf den Bunker fiel, dann wackelte das und ging das Licht aus. Dann waren natürlich alle am Schreien. Nein. Also es wurde viel geschrien? Ja, ja. Da, ja, und geweint dann. Ja, das war natürlich dann immer schlimm. Mein Vater hat dann sehr viel da von Russland und von der Gefangenschaft erzählt. Und das fand ich sehr interessant. Wann ist denn der wiedergekommen? Also ja, der ist früh wieder nach Hause gekommen. Da klopfte es dann auf einmal des Nachts an der Haustür. An der Haustür oder wir hatten so Blendladen vor den Fenstern. Ja. Und da klopfte es dann und ja, hallo, hier ist Heinz, so hieß mein Vater. Und ja, und da hat meine Mutter aufgemacht und da stand er dann da auf einmal, ja, dreckig und schmutzige Sachen an und ja, das war dann, da war mein Vater wieder zu Hause, was ich aber eigentlich so gar nicht geschnallt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man damals gelebt hat und der Vater im Krieg war, dass es eine sehr frohe Botschaft war, als der Vater dann nach Hause kam und wieder halt bei seiner Familie stand. Also ich hätte mich wahrscheinlich damals gefreut, wenn ich in einer halt funktionierenden Familie leben würde, wo man den Vater halt vermisst, wenn er im Krieg ist und wo man sich halt Sorgen macht. Das ist ja heutzutage nicht mehr so wirklich denkbar bei uns hier. Ich glaube, dass viele Menschen, gerade Leute, die heute noch davon berichten könnten, die damals zu der Zeit wahrscheinlich noch relativ jung waren, sich schwer vorstellen konnten, was eigentlich gerade passiert. So, ich glaube, wenn man mittendrin ist, werden einem die Folgen gar nicht so bewusst. Und ich glaube, jetzt
hat man einen ganz, ganz anderen Blickwinkel als früher. Auch muss man sagen, dass das eine sehr entbehrungsreiche Zeit war für jedes Kind, was die heutige ältere Generation wahrscheinlich sehr viel anspruchsloser macht, als wir es heute sind. Meine Mutter sollte von einem Russen vergewaltigt werden und sie hat sich gewehrt und dann hat er einfach geschossen. Und ich saß bei meiner Mutter auf dem Schoß und habe also die Kugel zuerst abgekriegt in mein Bein und dann blieb dieselbe Kugel bei meiner Mutter am Oberschenkel stecken. Und daran ist sie dann nach ein paar Wochen gestorben. Sie hatte keine Hilfe. Bei mir ist alles verheilt. Ich hatte Glück. Also ist nichts danach geblieben. Ja, und dann sind wir bei meiner Tante die nächsten Jahre aufgewachsen. 1949 bekamen wir auf einmal eine Nachricht. Unser Vater hat uns durch das Rote Kreuz suchen lassen. Der war inzwischen in der russischen Gefangenschaft und konnte da fliehen und ist in Mecklenburg gelandet. Und dann sind wir 1949, wir drei Schwestern, durch das Rote Kreuz nach Mecklenburg gebracht worden. Wie lange hatten Sie Ihren Vater nicht gesehen, bevor Sie ihn dann getroffen haben? Wie lange war das ungefähr? Ja, das waren ja 7, 8 Jahre. Er ging ja in den Krieg oder musste in den Krieg. Und haben Sie da noch Erinnerungen dran, wie Sie ihn das erste Mal wieder gesehen haben? Nee, eigentlich nicht so. Sie haben erzählt, dass Ihre Mutter durch einen Russen gestorben ist. Haben Sie heute noch, wie stehen Sie denn heute zu Russen bzw. zu Russland? Also damals in der DDR, als ich da noch lebte, da in der ersten Zeit, da fuhren oft noch Panzer durch den Ort. Und das hat mich schon ein bisschen, hat mir Angst gemacht. In einem Ort, so 15 Kilometer entfernt, waren die auch stationiert, viele Kasernen. Aber die haben uns dann da nicht belästigt oder was, das hat überhaupt nicht gestört. Und später, da war ich ja dann schon verheiratet und hier, und dann sind wir nach Moskau gefahren, nach Leningrad und haben auch eine Wolga-Don-Reise gemacht und alles. Also da hatte ich keine Probleme mit. Angenommen, in Deutschland gäbe es die Situation, dass die Gesellschaft generell immer martialischer wird und praktisch Krieg führen möchte. Was wäre Ihre politische Lösung zum Krieg generell? Also auf keinen Fall einen Krieg anfangen, sondern verhandeln. Ich bin immer dafür. Kein Streit, auf keinen Fall, das wollen wir alle nicht mehr. Und wenn Krieg geführt wird, die werden schlimmer als die. Die werden heftiger, ja. Da kann man nur vermuten, was dann passiert. Der Moment, wo sie selbst angeschossen wurde und mit derselben Kugel ihre Mutter letztendlich verstarb. Ich kann und will mir nicht ausmalen, wie grausam es ist, sowas als Kind mitzukriegen, überhaupt mitzukriegen. Genauso nehme ich mit, dass gerade bei unserer Generation nicht mehr das Verständnis dafür da ist, wie so ein Krieg läuft und was man durchmacht eigentlich. Heute wird darüber gescherzt und gelacht und im Endeffekt, glaube ich, wissen wir alle nicht, was genau wir da eigentlich verspotten irgendwo. Es ist eine Wissensbereicherung und eine Gehwissensbereicherung.